So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin und ich habe in meinem Attacken-Moveset reingeschaut und da muss ich feststellen, dass Hitzekeuler drin steht bei Logok. Also bringen wir Logok jetzt Hitzekeuler bei. Ist übrigens auch das einzige Pokémon, was Hitzekeuler kann. Aus unserem Team. Wobei, ich glaube, eins müsste es sogar noch lernen können. Naja. Glut, glaube ich, ne? Ja, Glut. Glut. Weg mit Glut. Und Stärke steht auch im Attacken-Moveset drin, sehe ich gerade. Also gut, wenn wir schon dabei sind, wir haben ja Stärke. Okay, welche Attacke verlieren wir? Protze. Okay, stehen da noch welche Attacken drin? Im Felsgrab, Kugelsatz. Ne, passt eigentlich, okay. Gut, Attacken-Moveset ist angepasst bis jetzt. Und es geht weiter. Jetzt könnten wir in die Wüste gehen. Ach verdammt, ich weiß mal wieder den Weg nicht. Hauptschüler-Logik. In der Wüste gehen wir jetzt noch nicht, weil ich zuerst noch mein Feld-Team-Pokémon fangen möchte. Und dann gehen wir erst in die Wüste, weil wir können es in der Wüste sehr gut trainieren. Kevin, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Oh, als ich die heißen Quellen aufgesucht habe, habe ich den Orden der Arena von Bad Lavastadt erhalten. Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige aufgezogen. Ich denke, das hier wirst du gut gebrauchen können. Wüstenglas erhalten. Mit dem Wüstenglas wirst du keine Probleme haben, durch die Wüste in der Nähe von Route 111 zu gehen. Aber wow, Kevin, in Arena antreten. Du strengst dich bestimmt sehr an, weil du nichts gegen mich verlieren willst. Kevin, ich glaube, du solltest deinen Vater in der Arena von Blütenburg City herausfordern. Man sieht sich. In jedem zweiten Satz von der ist das Wort Kevin zu sehen. Fällt mir gerade auf. Bla 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 bla. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück nach Blütenburg City. Zuvor möchte ich aber noch in den Pfad reingehen. Denn wir können jetzt Stärke einsetzen, außerhalb eines Kampfes, da wir jetzt den Hitzeorden besitzen. Ich glaube, das speed ich. Die nerven ja nur die Pokémon. So, hier können wir jetzt Stärke einsetzen. Also, Junglut, verschieb mal schnell diesen Felsen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ist ein bisschen tricky hier. Schneckmark, lass mich in Ruhe. So, soweit so gut. Ach komm. Mach hallo. Komm. Piss dich, Alte. Team 6. Ich weiß nicht, was es ist. Fällt mir auch gerade nicht ein. Team 6. Toxin. Toxin. Finden wir so viel Toxin? Toxin steht in dem Muster drin. Okay, bringen wir Toxin einfach mal. Ah, ihr seid schon ganz gespannt. Welches Pokémon lernt Toxin? Die Wahl fällt auf. Ninetom. Zwar verlerne ich jetzt einfach mal die Attacke Tonklinge. Muss kurz nachschauen. Tonklinge, 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 Tonklinge. Zornklinge. Okay, jetzt kann unser Ninetom gegnerische Pokémon vergiften und das Gift wird immer stärker, bis das Pokémon down ist. Come up, lass mich in Ruhe. Hier gibt es aber viele Pokémon. Come up, mach Hollow, Quirtle, Schneckmark. Smogon gibt es hier noch. Okay, ich glaube, das müsste passen fürs Erste. So. Zack. Okay. Und das ist, müsste ein Feuerstein sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Feuerstein. Und jetzt können wir eigentlich raus. Schade, dass wir unsere Fluchtzeit nicht haben. Wir haben es im letzten Part verkauft. Weil ich so schlau war. Und wer hat den Felsen wieder zurück verschoben? Das waren bestimmt die Geister dieser Höhle. Okay, tschüss. Mach hallo. See ya. Zack, zack.
Ich glaube, das ist so ein Schutz, damit man sich nicht einsperren kann. Deswegen werden die Felsen sich wieder immer zurück verschoben. Slimer gibt's ja auch. Ah, cool. Slime ist ein cooles Pokémon. Also, beziehungsweise Schleimock. Ich glaube, das tue ich mal sogar mal ins Team rein. In einem LP von mir. Um euch zu zeigen, dass Slimer richtig gut ist. So, jetzt könnten wir theoretisch, wenn wir so fröhlich sind, den Ausgang hier blockieren. Aber wir wollen es ja nicht. Okay, ich laufe jetzt zurück nach hier ist die Stadt Wechselfeld. Und dann spreche ich Lanette an. Jetzt mache ich offscreen, dann sind wir gleich wieder vor Lanettes Haus. Bis gleich. So, hier bin ich wieder vor Lanettes Haus. Oh, Kevin, entschuldige, dass es hier so chaotisch aussieht. Immer wenn ich hier forsche, vergesse ich aufzuräumen. Das ist echt peinlich. Erzähl das bloß niemand. Ich gebe dir auch das hier. Samut, wenn du mir sowas gibst, dann erzähl ich es erst recht. Toll. Okay, dann gehen wir nach Blütenburg City. Offscreen natürlich, dann sehen wir uns gleich in Blütenburg City wieder. Gut, willkommen in Blütenburg City. Und jetzt werden wir mal ein bisschen unser Ninjaton trainieren. Der Ninjaton kann nicht von Normalattacken getroffen werden oder von Kampfattacken oder sonstigen Blödsinn, was physisch ist. Und zwar, unser Ninjaton kann ja auch Toxin jetzt auch noch. Ich werde Ninjaton an erste Stelle setzen und dann werden wir gegen unseren Papa antreten. Oder gegen meinen Papa, wie auch immer. Wie heißt der? Norman heißt der, ne? Pokémon Arena von Blütenburg City, Leiter Norman. Ein Mann, der nach Stärke strebt. Unser fünfter Orden. Ich zeige euch mal schnell die Orden, die wir gerade haben. Wir haben den Steinorden, ne, der ist anders. Steinorden, egal. Knöchelorden, Dynamoorden und Hitzeorden. Der nächste ist der Dynamoorden, oder? Ne, Quatsch. Der nächste ist der Grundorden, oder? Keine Ahnung. Na, wie sieht's aus? Aus dem Weg zum Champ, Kevin. Die Türen dieser Arena öffnen sich, wenn du die einzelnen Trainer besiegst. Ups, die Türen in diesem Raum sind ja schon offen. Greif mich bitte nicht an. Die Trainer der Arena von Blütenburg City setzen die verschiedensten Items ein. Die Tür auf der linken Seite führt in den Initiative-Raum. Die Tür auf der rechten Seite führt in den Raum der Genauigkeit. Die Türen sind beschriftet. Lies genau und treffe eine überlegte Wahl. Hast du dich für eine Tür entschieden? Nun, genug die Worte. Was steht da? Ich kann kein Japanisch oder Chinesisch oder was auch immer das für eine Sprache sein soll. Initiative-Raum steht auf dem Schild. Natürlich möchte ich die Tür öffnen. Ist doch selbstverständlich. Die Fähigkeiten, den Gegner mit einer Attacke zuvor zu kommen. Das alle gibt doch schon einen enormen Vorteil. Ist nicht auch? Ja, mag zwar sein, aber nicht gegen meinen Ninjaton. Gegen meinen Ninjaton bist du so hilflos wie ein weinendes Baby. Enikoro kann vielleicht nur. Kann Enikoro. Egal. Toxin! Du wirst vergiftet. Weit so gut. Und das Gift wird immer stärker. Und jetzt Groll. Du langweilst. Aber wir haben ja eine blaue Flöte, fällt mir jetzt ein. Ist eine fiese Taktik. Zuerst angreifen und dann mit Gesang agieren. Ja, also hier setzen die Trainer Taktiken ein in dieser Arena. Finde ich ganz gut eigentlich, dass ein bisschen taktiert wird in diesem Pokémon-Spiel. So, und das Gift. Schade ihn! Du kannst nichts gegen mein Gift unternehmen. Und jetzt Groll. Dein Gesang wird um 4 reduziert. Ich werde so lange Groll einsetzen, bis du keine AP mehr auf Gesang hast. Na, fürchtest du dich von meinem Ninjaton, Enikoro? Du tust mir aber nicht leid. So. Boring. Ich spiele jetzt eine Runde Duty Calls. Boring. Und tschüss, Enikoro. Du wurdest jämmerlich erledigt von meinem Ninjaton. Level 26.
Das war ein unglaublicher Kampf. So, sie sind öffentlich und jetzt gehen wir zurück und öffnen die andere Tür. Raum der Genauigkeit steht auf dem Schild. Natürlich, mit die Tür öffnen. Ist auch selbstverständlich. Das ist der Raum der Genauigkeit. Es ist schon ziemlich fies, wenn jede Attacke ein Treffer ist. Ja, nicht gegen meinen Ninja Tom. Ach, jetzt bin ich total lustig drauf, weil Ninja Tom die Gegner im Boden wischt. So, Foxin. Ja, X-Treffer. Ist egal, komm. Ach, ja, perfektes Timing, aufgewacht. Ich habe gerade gesehen, dass es eingeschlafen ist, das Ninja Tom. Ach, jetzt versuchst du es aber herauszuzögern. Foxin. Perfekt. Weil ich kann mich noch erinnern, als wir im Saphir-Spiel richtige Probleme in dieser Arena hatten und zweimal, glaube ich, gestorben sind. Oder was heißt sie gestorben? Verloren haben. Jetzt greife ich mal einmal gerne. Warum kann jedes in der Choro gesang? Frustriert mich jetzt ein wenig, naja. Also, wobei, ihr verdient gar keine AP, wenn es schläft, ne? Und es wird in der Choro eh erledigen. Also gut, dann mach mal ein Nickerchen, Ninja Tom. Hast du dir verdient. So. Ah, das in der Choro. Heult, weil es leiden muss wegen dem Gift und nicht angreifen kann. Das ist so meine Taktik mit Ninja Tom vergiften. Später, ja, ich kann euch sagen, welche Attacke es noch lernen wird. Also eine Attacke, die Ninja Tom noch erlernen wird, heißt Schutzschild. Warum Schutzschild? Ganz einfach, um zu schauen, ob der Gegner eine Attacke hat, die Ninja Tom killen könnte. Und die letzte Attacke, die ist ein Geheimtipp von mir für Ninja Tom. Die erlernt erst mit so Level 40 und heißt Nachspiel. Nachspiel bewirkt, dass wenn Ninja Tom stirbt, das Pokémon, das Ninja Tom gekillt hat, alle AP verliert. Was bedeutet, dass das gegnerische Pokémon nur noch Verzweifler einsetzen kann. Was eine richtig geile Taktik ist. Besonders wenn, ja, dass man Ninja Tom halt ein bisschen opfern kann. Opfern können, zum Beispiel bei stärkeren Pokémon. Dann müssen wir einfach nur den Ninja Tom einsetzen mit Nachspiel und die Sache hat sich erledigt. Ja, Raum der Verteidigung mal noch nicht. Was ist das? Raum der Erholung. Ich glaube, da werden wir Probleme mit Ninja Tom haben. Vielleicht kann der Gegner Erholung. Mal schauen. Immer wenn du den Sieg in greifbarer Nähe siehst, füllt dein Gegner KP auf. Kannst du dir vorstellen, wie man sich in so einer Situation fühlt? Ich werde so eine Situation demonstrieren. Ich hasse solche Situationen. Habe ich leider so oft schon erlebt. Geradax. Geradax hat keine Attacke gegen Ninja Tom. Also, Gift. Du versuchst es aber herauszuzögern. Jetzt treff. Ja, sehr schön. Toxin ist eh nicht besonders genau. Und der Sandwirbel hat das Ganze noch ein bisschen verschlimmert. Aber Ninja Tom hat es trotz alledem getroffen. So, ich hoffe, der hat keine Top-Genesung. Groll. Der Sandwirbel, der stresst ein wenig. Na, natürlich trifft Groll jetzt immer nicht. Gift, werde stärker. Okay, jetzt treffe ich mal mit Geheimpower. Die Attacken werden eh alle nicht treffen. Er setzt so auf Sandwirbel ein, wie er gerade Lust hat. Naja. Lebensula bringt überhaupt nichts. Warum kann Geradax diese Attacke? Ich versteh's nicht. Und jetzt trifft Geheimpower. Oh. Gift, erledige ihn. Ach, verdammt, jetzt halte sich. Oh, kein. Oh. Zum Glück nur Supertrank. Ich dachte schon, der hat eine Top-Genesung. Das würde auch das Gift heilen. Dann müssten wir jetzt Ninja Tom wechseln, weil die Toxin wahrscheinlich gar nicht mehr getroffen hätte. Wegen Sandwirbel. Tja, du kannst den Geradax so oft heilen, wie du möchtest. Das Gift wird immer stärker. Und zerfrisst deinen Geradax nach und nach. Ja, ja, ja. Ich liebe die Taktik. Oh Mann, Schnüffler, ich glaube, jetzt müssen die Attacken treffen. Schnüffler, oder? Nee, da wechsle ich irgendwas. Ich wechsle gerade Schnüffler mit Gesichte. Gesichte funktioniert bei Geist-Pokémon, aber egal. Wobei, nee, Ninja Tom hat eh die Fähigkeiten. Wunderbare, so funktioniert das sowieso nicht. Ich konnte nicht genügend KP auffüllen. Welch eine Angriffskraft. Ich habe gar nicht mal angegriffen.
Ich habe überhaupt nicht angegriffen in diesem Kampf. K.O.-Trefferraum steht auf dem Schild. Na, ich glaube, ich gehe zuerst in die andere, in den anderen Raum, weil sonst werden wir durcheinander kommen. Und das möchten wir ja nicht. Raum der Verteidigung steht auf dem Schild. Natürlich muss ich die Tür öffnen. Okay. Je stärker die Verteidigung ist, desto rücksichtsloser kann ich angreifen. Okay, Ast-Trainerin. Ramona. Geradak schon wieder. Freut mich, du kannst mich nicht angreifen. Ah, er will seine Abwehr. Ja, gegen Toxin hilft dir deine Abwehr gar nicht. So. Groll. Jetzt kommt er schon wieder mit diesem Müll, Sandwirbel. Ah, und jetzt trifft Groll auch nicht. Ich weiß nicht, was für eine Genauigkeit Groll hat. Hallo. Naja, eigentlich muss ich ja nichts machen, ne? Jetzt können wir nur warten und Däumchen drehen. Ich glaube, ich trinke mal einen Schluck. Und wieder so eine Lehmsuhl-Attacke, die nichts bringt. Oh, es ist Wochenende. Was macht ihr so am Wochenende? Schreibt so einen Kommentar. Und jetzt, also ich mache Let's Plays und sonst mache ich eigentlich nichts, ne? Ich bin ein richtiger Let's Player. Den ganzen Tag nur Let's Plays machen. Okay, und ich glaube, jetzt haben wir auch Geradak erledigt. Ist ja kein besonders großer Gegner gegen den Atom. Das kann gar nichts gegen den Atom machen. Und das ist wieder so ein Punkt, wo Ninja Tom richtig stark sein kann. Und Level 27. Mit Ninja Tom können wir sogar den Arena-Leiter besiegen. Unsere Verteidigung reicht nicht aus. Gegen Gift hilft keine Verteidigung der Welt. So, ich glaube, hier ist der letzte Raum. HP-Saugerraum steht auf dem Schild. Ich bin schon gespannt drauf. Verschwende deine kostbare Zeit nicht damit, die Fähigkeiten meines Pokémons zu blockieren. Was? Was hat der für ein Pokémon? Zengo? Zengo? Hat er einen Zengo? Ne, Geradak schon wieder. Alle setzen sein Geradak im Level 2 Raum ein. Toxin! So. Und wieder das gleiche Spielchen wie bei den letzten zwei Geradaks, die unser Ninja Tom ausgeschaltet hat. Gott, irgendwie langweilig dieser Part, ich weiß. Aber naja, jetzt haben sie mich hier perfekt gerüstet. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Und meine Damen und Herren, Geradak wird von einer Grollattacke getroffen und es vermindert seine AP um 3. Langweilig. Nee, singen macht das Ganze nur schlimmer. Das sollte ich lieber lassen. Ah ja, ich kann euch ja mal sagen, welche Attacken Lorok lernen wird im Attacken-Moveset. Und zwar Stärke und Hitzekoller kann es ja bereits. Die nächsten Attacken sind Erdbeben und Himmelhieb. Ja, warum Himmelhieb? Himmel ist eine gute Kampfattacke, funktioniert auch. Also Himmelhieb funktioniert auch bei Flug-Pokémon. Und Flug ist die Schwäche von Lorok. Finde ich richtig gut. Und Erdbeben gegen, ja, Erdbeben ist eine richtig Hammerattacke, besonders bei Logoks normalen Angriff ist es richtig gut. Ja, das war's. Die Fähigkeiten meines Pokémons wurden nicht blockiert und doch habe ich verloren. Was redet der da für einen Stoß? Ich peile gar nicht, was er gequatscht hat. Raum der Stärke steht auf dem Schild. Natürlich. So, der nächste ist wahrscheinlich der Arena-Leiter. Unser Arena-Leiter hat uns angewiesen, alles zu geben, um dich zu besiegen. Auch wenn du das Kind des Leiters bist. Okay, was, wie heißt die Rotzwitter? Zengo. Kann Zengo eine Attacke gegen Ninja Tom? Ich glaube nicht. Toxin! Erhöhe ruhig deinen Angriff. Zengo ist, kann man in der Rubin fangen. Und ich glaube sogar, was? Ah, komm jetzt. Das macht mir aber das Leben schwer. Er erhöht seinen Angriff. Du kannst nicht vergiften. Immunität von Zengo verhindert eine Vergiftung. Geil.
Geil, geil, Geheimpower. Nein! Oh, an dem Verfolgung. Natürlich. Okay, gegen Sengo müssen wir jetzt Probleme kriegen. Unser Ninja Tom ist doch nicht so unbesiegbar, wie ich dachte. Und er hat seinen Angriff erhöht. Wir müssen jetzt schnell sein. Weil sonst wird Sengo alle unsere Pokémon one-hit mit einer Schlitzattacke, die vielleicht sogar sehr effektiv sein, die vielleicht sogar ein Volltreffer sein könnte. Aber das war doch nichts. So, und ich heile jetzt unseren Ninja Tom. Damit kann ich nicht leben. Bis zum nächsten Arena, Leute. Ja, genau. Gut, ich mache in diesem Part nur die Arena fertig. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Dann fangen wir unser fettes Team-Pokémon. Das wird schon ganz neugierig sein. Welches fettes Team-Pokémon glaubt ihr ist es? So, bla 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 bla. Ach verdammt, jetzt habt ihr meine Taste gehört. Uncool. Dum, dum. Raum der Verteidigung waren wir bereits. Zack, zack, zack. Raum der Stärke waren wir bereits. Dann hier geht's weiter. K.O.-Trefferraum steht auf dem Schild. Natürlich öffne ich die Tür. Glaubst du, ich lasse einfach so geschlossen? Nee, nee, nee. Ich werde es dir nicht leicht machen. Nur weil du das Kind unseres Leiters bist. Ich werde dir beibringen, was es für ein Pokémon bedeutet, einen kritischen Schlag zu erhalten. Ich glaube, gegen den Trainer haben wir sogar im Saphir-Let's Play verloren. Natürlich hatte wieder ein Sengo. Ich muss aufpassen auf Verfolgung. Ich hoffe, Sengo kann nicht Verfolgung. Ich riskiere es einfach mal. Geheimpower. Ja, seine Vortrefferquote. Natürlich kann es Verfolgung. Ich hätte damit rechnen müssen. Naja. Macht nichts. Wir können es ja wieder heilen. Wir gehen einfach zurück ins Pokémon Center. Jungglut. Doppel. Nein! Kein Volltreffer! Oh, die Volltrefferquote war jetzt enorm. Er hat der Megablock und Angriffsplus hat er eingesetzt. Und Schlitzer hat eh eine hohe Volltrefferquote. Das wäre noch was gewesen, wenn er Energiefokus eingesetzt hätte. Dann wäre wahrscheinlich jeder Attack ein Volltreffer gewesen. Auch wieder eine richtige Killer-Taktik. Ruckzuckieb, nee, komm, lass ich. Ruckzuckieb ist nicht so besonders. Deine Stärke, du kämpfst großartig. Dankeschön. Okay. Gut, haben wir alle Trainer? Wir haben alle Trainer, oder? Ja. Gut, dann haben wir schnell unser Ninja Tom. Oder Ninja Tom, wie auch immer. Bla bla bla. Ich sag Ninja Tom. Da 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 da. Jetzt hat sie meinen Tasten getippt, aber es ist mir egal. Yay. Yay. Arena-Leiter. Sie selbst, weil die Pokémon dich erwarten, steht auf dem Schild. Möchtest du die Tür öffnen? Ja. Okay. Hallo Papa. Ich habe eine 1 in der Schule bekommen. In Mathe. War richtig aufregend. Du bist jetzt 4 Orden. Fein, wie versprochen, werden wir nun einen Pokémon-Kampf ausfechten. Kevin. Ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Aber Kampf ist Kampf. Ich werde als Arena-Leiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Kevin, du solltest ebenfalls dein Bestes geben. Werden wir machen. Und wir werden gewinnen. Mit unserem Ninja-Tom kann uns gar nichts passieren. Selbst wenn er ein Letter King hat, dass das stärkste nicht-legendäre Pokémon ist, kann er unser Ninja-Tom nicht killen. Ah! Fail! Epic Fail! Epic Fail! Epic Fail! Das war ein Epic Fail, Leute. Ah. Selbst wenn er ein Letter King hat, dass das nicht-stärkste nicht-legendäre Pokémon ist, kann er unseren Ninja-Tom nicht killen. Finde. Ach, Leute, Leute. Ich bin so lustig. Ah, Epic Fail. Okay, was machen wir jetzt? Das ist immer ein Problem, wenn die Tom down ist. Scheiße. Ah, wir haben Beleber. Warte. Okay, na. Ich warte noch mit dem Beleber. Er greift jetzt bestimmt mit... Nee, Fassade habe ich nicht gemeint. Mit Wuchtschlag. Ne, Quatsch, Wuchtschlag nicht. Die Attacke heißt Power Punch. Ah, Finte. Wie geil. Naja, gut. Ich glaube, das werde ich mir 10-mal wieder geben, wenn ich den Part gerendert habe. Okay, jetzt Beleber auf
Ninja Turm. Autsch. Ich hoffe, im Mund hier kann keine Finte. Ich riskiere es jetzt einfach mal und schau nach. So, Ninja Turm. Toxin. Es kann auch Finte. Scheiße. Okay, gegen Ninja Turm hat er etwas. Wahrscheinlich können seine Pokémon nur Finte wegen Ninja Turm. Okay, wir haben ein riesiges Problem jetzt. Ich habe ihn unterschätzt. Wir leben auf Junglut. Überleb, kein Volltreffer. Gut. Schockwelle. Ich brauche Voltenzo noch. Weil ich damit das letzte Leta King paralysieren möchte. Wobei, sollte ich lieber nicht machen, weil sonst Fassade stärker werden könnte. Ach Gott, oh Gott. Okay. Junglut. Doppel. Kick. Survive. Oh, that was too close. Boah. Okay. Sein letztes Letter King. Ich wechsle zu Magwita, um es zu opfern. Er musste eine Runde aussetzen und wenn er. Power Punch. Gut, dass ich gewechselt habe. So, Magwita. Jetzt kriegst du eine aufs Maul! Okay, jetzt nutze ich die Gelegenheit, um Knilz zu heilen. Jungblut zu heilen. Haben wir noch was zum Heilen? Bitte, bitte. Sprudel, oh! Gott sei Dank. Unser letzter Sprudel. I love you. Oh, okay, Faulenz. Ich riskiere es jetzt einfach mal und greife an mit Igelsam. Ja. Boah. Tschüss, Knilz. Gut, dass du Igelsam eingesetzt hast. So, jetzt liegt es an Jungblut. Jungblut muss es jetzt schaffen. Okay, Kampf der Elternteile. Mein Papa hat das Leta King. Ich, sein Sohn, habe ein Jungblut. Welches Pokémon wird gewinnen? Und wer ist der Stärkste in der Familie? Oh nee, das hilft dir gar nicht. Ja, Faulenz, soll er ruhig machen. Wenn ein Power Punch trifft, haben wir sofort verloren. Gut. Doppelkick muss treffen. Oh. Jetzt verliert er seinen Fokus zum Glück. Boah. Ganz knapp. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Heil-Item, wie ich mein Glück kenne. Oder? Oh, der Igelsam hat uns den Arsch gerettet. Boah. Das war ein epischer Kampf, Leute. Krass. Ich kann es nicht glauben. Kevin! Ich habe gegen Kevin verloren! Und Regeln sind Regeln. Hier, das ist für dich. Boah, das war ein epischer Kampf, Leute. Krass. Den habe ich mir verdient, den Balance-Orden. Balance-Orden, wie auch immer. Mit diesem Orden erhöht sich die Verteilung all deiner Pokémon. Pokémon, die die VM Surfer erlernt haben, können diese auch zum Reisen über das Wasser einsetzen. Kevin, das ist ein Geschenk für dich. Ich bin sicher, du wirst es gut nutzen. 42 erhalten. Das ist Fassade. Sie verdoppelt die Stärke deiner Attacken, wenn das Pokémon vergiftet, paralysiert oder verbrannt wurde. So kann eine vermeintlich aussichtslose Situation vielleicht gerettet werden. Als Arenaleiter kann ich gar nicht sagen, wie bestürzt ich bin. Als Vater macht es mich einerseits sehr stolz, andererseits aber auch traurig. Oh ja, die Eltern von Heiko sind vor kurzem hier gewesen. Sie sagten, dass sie dir etwas schenken möchten, Kevin. Ja, das schauen wir uns im nächsten Part an. Boah, okay. Bis zum nächsten Part, Leute. Das war ein epischer Kampf. Also, ciao.